Herzlich willkommen bei Energy On, dem Kanal, wo sich alles um deine Lebensenergie dreht. Ich heiße Cornelia Kamann und heute habe ich einen ganz speziellen Interviewgast, Dr. Susanna Zapreber. Sie ist die Vorstandsvorsitzende der Inner City. Und die Inner City ist das fünftgrößte Stadtwerk in Deutschland. Und die Inner City versorgt, wie viel? 1,2 Millionen Menschen genau, mit Strom, Gas, Wärme und Telekommunikation. Also sind wirklich ein umfassender Anbieter von allem, was man so braucht. Und warum ich Susanna eingeladen habe, einerseits, wir beide kennen uns aus dem Studium, ja, wir haben beide Elektrotechnik studiert. Wir haben schon eine sehr lange Freundschaft, schon ganz viel miteinander erlebt. Und gerade vorher, wie wir uns auch unterhalten haben, ist mir dann noch ein Bonmot aus unserem Studium, nach dem Studium eigentlich eingefallen, wo ich dann mal Susanna gefragt habe, warum bist du eigentlich so erfolgreich? Und dann hat sie zu mir gesagt, ich mach das, was mich weiterbringt, und du machst das, was dir Spaß macht. Das hast du dir gut gemerkt. Das habe ich mir super gemerkt. Das hat mein Leben geprägt. Ja. Und das ist eben genauso, wie die Susanna ist. Ja. Also ich kenne sie wirklich als extrem liebenswürdige, aber extrem zielstrebige Person, die wirklich anpackt und macht keine langen Reden, sondern sie macht einfach. Und ich bin sehr froh, dass ich dich kenne und dass wir auch heute dieses Gespräch führen dürfen, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Und damit sind wir eben auch schon bei der ersten Frage. Wir haben ja gemeinsam studiert und jetzt wäre meine Frage, warum hast du Elektrotechnik studiert? Was hat dich dazu motiviert? Was war deine Vision? Was wolltest du damit erreichen? Ja, im Wesentlichen waren es drei Dinge. Ich habe noch in der Schulzeit so mitbekommen, in Physik, dass sehr viele Menschen auf unserer Welt ohne Energie, ohne Strom auskommen müssen. Damals waren es 850 Millionen Menschen. Heute sind es ungefähr 1 Milliarde Menschen, die täglich, ich meine, das kann man sich heute kaum vorstellen, ohne Strom ihr Leben gestalten müssen. Das war so etwas, was mich sehr stark bewegt. Und da wollte ich noch in meinem jugendlichen Wahnsinn, wo ich dachte, ich kann die Welt verändern, wollte ich auch einen Beitrag dazu leisten, dass sich das verändert. Und ich bin ein Kind der Tschernobyl-Generation. Also ich war in der Pubertät, als der Tschernobyl-Unfall war. Und das hat mich sehr, sehr zum Nachdenken gebracht, weil mir bewusst geworden ist, was kann man aus Energie, die man nicht sinnvoll nutzt, welche Auswirkungen kann das haben? Und damals habe ich mich in dem Zusammenhang sehr intensiv damit auseinandergesetzt, wie begrenzt unsere Ressourcen sind. Dass eben alles, was Kohle, Gas, Öl ist, sehr begrenzt ist, dass diese Ressourcen sehr begrenzt sind und dass wir durch die Nutzung dieser Ressourcen sehr viel Schaden der Erde zuführen. Und das war so das Ausschlaggebende, warum ich gesagt habe, ich möchte das besser verstehen, ich möchte einen Beitrag leisten, dass unsere Welt eine bessere wird, weil wir die Energie, die wir nutzen, besser einsetzen. Okay, und kannst du das jetzt bei der Inner City jetzt machen? Ja, mein jugendlicher Leichtsinn ist jetzt verflogen, aber ich bin froh darüber, dass ich einen Beitrag leisten kann. Na, du hast ja auch ganz, ganz viel bewegt. Und was machst du jetzt genau bei Inner City? Was sind da deine Pläne? Ich meine, wir wissen ja in Deutschland die Energiewende, Erneuerbare, Kohleausstieg, Ausstieg aus der Atomenergie. Wo siehst du da, wie geht es da weiter? Ja, was sind da deiner Meinung nach so die zukünftigen Energiequellen, nachhaltigen Energiequellen, die wir nutzen sollten? Also mich beschäftigen im Moment, oder uns bei Inner City beschäftigen im Moment zwei große Themen, die im Wesentlichen einen kompletten radikalen Bruch unserer Gesellschaft bedeuten. Also wir sind in einem Zeitalter, ich behaupte, wenn wir in ein paar Jahren zurückblicken, werden wir sagen, das war wahrscheinlich vergleichbar mit der industriellen Revolution. Das sind die zwei Themen, die uns befähigen, ist zum einen dieses Umdenken, wie muss die Energiegewinnung funktionieren, das ist das eine. Und das zweite Thema ist auch sehr stark die Digitalisierung. Weil das wirkt, die Digitalisierung verändert alle Menschen,
die neuen Generationen, die jetzt heranwachsen, die sind durch Digitalisierung wachsen sie ganz anders auf, als wir vielleicht es sind. Und die Digitalisierung wirkt sich natürlich auch auf die Energiesysteme, ermöglicht ganz andere Chancen. Und das Thema Energiewende und Digitalisierung in Kombination sind die Themen, die mich im Moment sehr, sehr intensiv beschäftigen. Wir haben in Deutschland Kohleausstieg, aber nicht nur in Deutschland. Also wir erleben das in der ganzen Welt, dass wir den Peak der Kohle ist schon vorbei. Also der Kohlepeak ist vorbei, jetzt steuern wir zum Ölpeak. Und dann wird das auch mit dem Öl nach hinten zurückgehen. Und da sinnvolle Alternativen zu finden, die auch zukunftsfähig sind, das sind so sehr intensiv die Themen, die mich beschäftigen. Weil du jetzt gerade Digitalisierung gesagt hast, also ich sehe das auch so, aber man muss natürlich auch sehen, allein zum Beispiel diese ganzen Suchmaschinen, Google und diese ganze Digitalisierung, die brauchen natürlich auch viel mehr Energie, ja, also auch mehr Strom, damit diese ganzen Server und das, die Digitalisierung dann eigentlich auch stattfinden kann. Mhm. Also wir werden immer Strom in welcher Form auch immer mehr brauchen. Ja. Also man versucht natürlich mit Energieeffizienz den Stromverbrauch zu reduzieren, aber andererseits kommen eben immer wieder neue Anforderungen dazu. Ja, obwohl ich sehe das ein bisschen anders. Wenn man sich den gesamten Primärenergieverbrauch auf der Welt anschaut, sind es nur 20% vom Strom. Der restliche Teil der Energie geht in anderen Sektoren. Das geht sehr stark in Wärme. Mhm. Wärme ist eine sehr, sehr große Komponente und Transport, also Verkehr, ist auch eine sehr große Komponente. Und wenn wir den Strom anschauen, Strom ist einer der effizientesten Formen und je mehr von den anderen Sektoren in Richtung Strom geht, desto effizienter sind wir unterwegs und desto leichter ist es, die Energie in Summe, die Primärenergie zu reduzieren. Natürlich, ich bin deiner Meinung, Strom wird immer mehr durch die Anwendungen, Stromanwendungen, die dazukommen, aber wenn es uns gelingt, im Wärmesektor durch Effizienzmaßnahmen und im Mobilitätsbereich die sozusagen den Energieeinsatz zu reduzieren, dann haben wir in Summe die Primärenergie auch reduziert. Und das ist das Ziel, dass wir in Summe weniger Energie verbrauchen und diese, die wir verbrauchen, möglichst nachhaltig generieren, ohne dass es im Leben der Menschen irgendwie Einschnitte in der Bequemlichkeit gibt. Das ist für mich ganz wichtig, weil ich glaube nicht an Zugänge, die manche andere haben, wo man in einer kalten Wohnung sitzen muss und frieren muss, damit man Energie spart, sondern ich sage, da gibt es technologisch, wir müssen technologisch die Themen lösen, weil der Energiestandard der Menschen muss weiterhin hoch bleiben und sich weiter nach oben entwickeln. Mhm. Und wo siehst du jetzt für die EnerCity oder prinzipiell für Europa? Also einerseits ist im ersten Schritt, was ist deine Vision jetzt, wo siehst du die, sind das wirklich die Erneuerbaren oder ist das dann mehr Wasserstoff oder eine Kombination? Wie wird die Energie in Zukunft erzeugt werden? Also ich setze sehr, sehr stark, also ich glaube, wir werden einen sehr starken Shift also Richtung Strom sehen. Das auf jeden Fall. Und die Stromproduktion wird überwiegend mit Photovoltaik, Wind, Wasser erzeugt. Davon bin ich überzeugt, weil wir haben rein die Sonnenenergie, die Einstrahlung der Erde, wenn wir technologisch in der Lage wären, das zu nutzen, dann reicht eine sehr kleine Fläche, um den ganzen Energieverbrauch zu gewährleisten. Wir sind aber als Menschen auch technologisch noch nicht so weit. Und da glaube ich, werden weitere Fortschritte kommen, wo wir im Gebäude sehr wenig Energie verbrauchen werden, auch durch die Bauweisen, die wir haben, durch die Materialien, die verwendet werden, werden wir da extrem viel an Energieeffizienz erzielen, also Technologien, die helfen. Also wir haben jetzt schon Produkte, wo wir Unternehmen helfen, bis zu 30% der Energie zu sparen. Das ist sehr viel für Kunden und da sind wir nicht am Ende der Reise, da wird noch sehr viel kommen. Und das, was übrig bleibt, wird, also ich setze sehr stark eben im Strombereich auf Themen wie Wind, Photovoltaik, Wasserstoff, wenn man will, da braucht es auch sehr viel Strom. Das ist auch irgendwie Strom, im Moment noch nicht effizient genutzt, weil die Wirkungsgrade noch sehr niedrig ist und das vergleichsweise sehr teuer ist im Moment. Aber da werden in den nächsten Jahrzehnten auch Fortschritte erzielt werden. Daher glaube ich, dass der im Verkehr, insbesondere im Luftverkehr, Schiffverkehr sehr stark Anwendung finden wird, auch in der Industrie.
Und ich glaube eben, das Thema Energieeffizienz ist das, was uns noch sehr stark bewegen wird, wo noch enorme Potenziale zu heben sind, weil ich glaube, die Energieeffizienz ist so der schlafende Riese der Energiewende. Wenn wir jetzt nur zu dem Anfang, warum du eigentlich Elektrotechnik studiert hast, wenn man dann nochmal den Bogen zurückschießt, ja, man dabei irgendwie, also wenn ich das so richtig verstanden habe, deine Vision, Strom für alle, quasi, also für die gesamte Welt, ja, also die Lösung aus deiner Sicht wäre dann wirklich Technologie weiterentwickeln, Photovoltaik, und die kann man ja dann überall im Endeffekt nutzen. Hm. Also wäre das deine Vision, dass du wirklich alle Menschen so in so einem Komfort leben wie wir? Oder was wäre deine Vision? Das wäre natürlich das Optimum. Das wäre natürlich das Optimum, aber da bedarf es sehr viel Veränderungen in unserem gesellschaftlichen System. Und ich glaube, vielleicht sind es auch die Themen, die jetzt kommen mit Digitalisierung und mit diesen Umbrüchen, die wir haben im Moment in unserer Gesellschaft, vielleicht wird es auch dazu führen, dass Bequemlichkeiten oder ich sage jetzt mal Vermögen, weil schlussendlich braucht man für alles Geld, Vermögen anders verteilt wird und damit eine ausgeglichene Verteilung auf der Welt stattfindet, sodass viele Menschen sich zumindest einen Bruchteil von dem leisten, was wir uns in Europa leisten können. Mhm. Und wenn man jetzt das nochmal so runterbricht, jetzt so für jeden Einzelnen, ja, also was kann das ja aus deiner Sicht, was kann jeder von uns dazu beitragen? Also ist es jetzt wirklich Energie sparen oder Energie anders nutzen oder soll man wirklich, ja, es gibt immer wieder Grünprodukte von verschiedenen Anbietern, ja, soll man wirklich mehr in diese Richtung gehen, um das wirklich, wo sind die Beiträge, die jeder Einzelne leisten kann, um da wirklich was zu bewirken? Also ich glaube, ich meine, es gibt unterschiedliche Ansätze dazu, viele setzen auf Energiesparen und solche Dinge. Mein Zugang ist zu sagen, ich habe durch die Produkte, die ich kaufe, durch das, wo ich mein Geld investiere, mhm, kann ich sehr viel steuern. Mhm. Und das sind nachhaltige Produkte, also wenn man achtet auf Nachhaltigkeit, bei der Wahl der Produkte hat man schon viel erreicht. Mhm. Also jeder kann dazu einen Beitrag leisten, ja? Also längerfristig gesehen. Genau. Mhm, sehe ich eigentlich auch so, dass bei allem, was man kauft und ja, wenn man keine Nachfrage mehr dafür gibt, dann gibt es irgendwann das Produkt dann aber nicht mehr. Mhm. Okay, und jetzt hätte ich noch eine Frage. Was ist für dich eigentlich Energie? Leben. Okay. Ohne Energie kein Leben. Kein Leben. Ja, okay, das sind jetzt ja auch um Leben. Das ist ja wieder bei dir. Genau. Du hast immer der Welt voraus damit. Nein. Ich versuche immer darauf hinzuweisen, dass das ist mir schon ein Anliegen, weil eben du auch gesagt hast, ja, alle Komfort und alle Annehmlichkeiten, wenn es einem selber nicht gut geht, dann nutzt einem das auch so nichts. Das, ja. Und deswegen gibt es ja jetzt quasi eben diesen Kanal, ja, um die Menschen darauf hinzuweisen und auch versuchen, oder ihnen ja, Möglichkeiten zu geben, wie sie ihre Energie wieder selbst besser für sich nutzen können. Jetzt hast du ja gerade gesagt, dass Energie für dich Leben ist. Wenn man jetzt aber jetzt noch einen Schritt weiter geht und sagen wir, du bist jetzt 120 Jahre alt. Und wenn du dann auf dein energievolles Leben zurückblickst, ja, was müsstest du erreicht haben, dass du sagst, es ist für dich ein erfülltes Leben und du bist zufrieden mit dir? Ich würde sagen, das, was du schon immer wusstest. Ich würde sagen, mir muss das alles Spaß gemacht haben. Das hast du immer gewusst. Hey, ich habe eine lange gebraucht, bis ich so weit gekommen bin. Nein, du bist immer super fröhlich. Ja. Okay. Das ist eine sehr gute Antwort. Das stimmt, das Leben soll Spaß machen. Das sehe ich auch so. Ja. Und wenn man genug Energie hat, dann macht es Spaß. Süßes. Das war jetzt eine super coole Antwort. Und jetzt habe ich ja eine Frage, die ich all meinen Interviewgästen stelle. Und da geht es natürlich auch um das Thema Energie. Und meine Frage ist, was sind die drei Themen oder drei Dinge, die du machst, die dir Energie geben? Ja, du bist ja einfach die super volle Powerfrau. Ja, du leitest ein Riesenunternehmen, hast die Verantwortung für die Energieversorgung von Hannover. Du hast die Verantwortung eben für ganz viele Mitarbeiter, für deine Familie, für ganz viele, für dich selber natürlich auch. Woher nimmst du all diese Energie? Also meine Energiequelle ist auf der einen Seite meine Familie,
insbesondere mein Sohn, dann sind die Erfolge meine nächste Energiequelle. Ich reflektiere sehr viel über die Dinge, die ich mache. Und wenn ich etwas erreiche, was ich mir vorgenommen habe, dann kann ich mich riesig darüber freuen. Ich mit mir selber, weil im Management ist es ja so, dass man selten positives Feedback bekommt. Also da kriegt man nur die Probleme am Tisch. Und da habe ich für mich es vor langer Zeit so entwickelt, dass ich selber über die Erfolge von den Erfolgen mich selber loben kann und selber für mich sozusagen die Energie habe. Und natürlich schaue ich immer öfter darauf, dass mir das, was ich tue, auch Spaß macht. Ja, das sind sehr gute Energiequellen. Und da kann man einfach jetzt sagen, so, du hast jetzt wie ein kleines Kraftwerk in dir selbst, aus dem du deine Energie für deine Projekte und für deine Ideen da ziehst. Das ist ein super Hinweis, also das nehme ich jetzt auch für mich mit. So ein eigenes kleines Kraftwerk, das ist immer eine sehr gute Idee, wenn man das für sich selber hat. Dann möchte ich mich bei dir für das sehr coole Gespräch bedanken. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, du hast genauso viel aus diesem Gespräch mitnehmen können wie ich. Für mich war es sehr inspirierend, ja, gerade diese Idee mit diesem eigenen Kraftwerk, dass man eigentlich die Energie aus sich selber holen kann, finde ich super gut, weil ich versuche jetzt auch bei mir jetzt umzusetzen, ja, diese Energie und die kleinen Erfolge auch bei mir selber zu feiern. Und wir werden immer auch, falls du mehr über Susanna Zapreva erfahren möchtest oder über die Inner City, was die so macht, dann werde ich auch den Link unter dem Video posten. Und ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir alles Gute, Energie und Cornelia und Susanne. Vielen Dank.